Auf der Wiener Donauinsel ging der T-Mobile Street Soccer Cup 2009 mit dem Regional-Ost-Turnier und dem anschließenden Bundesfinale zu Ende. Der Siegerpreis in der offenen Klasse bei den Herren ist ein Besuch eines Ligaspiels von Ajax Amsterdam und gleichzeitig auch eine Besichtigung des legendären Nachwuchszentrums von Ajax. Und in den Nachwuchsklassen gewinnen die Sieger eine Woche Fußballcamp bei Didi Constantini. Wie ist denn bis jetzt gelaufen für euch? Ja, also wir haben jetzt alle drei Spiele gewonnen. Das erste souverän 7-0 und die anderen halt mit ein Tor Unterschied je, aber Gruppensieger. Ja, eigentlich eh ganz gut. Wir haben zwei Spiele gewonnen, eins leider verloren. Aber im Prinzip sind wir weiter und das ist alles, was zählt für uns. Neben dem Kampf am Asphalt hatten die jungen Fußballer aber auch die Möglichkeit, ihren Stars nahe zu kommen. Also ich sage einmal, es ist eine sehr gute Veranstaltung für junge Spieler, die was sie da empfehlen können. Da sieht man, dass einige Talente sind. Für meine Person habe ich früher da auch gespielt. Es war immer sehr lustig und man kann auch sehr viel lernen dabei. Also das Street Soccer Cup, eine Basis, möglicherweise auch auf dem Weg zum Profifußball? Ja, auf jeden Fall. Man sieht ja, das ist ein kleiner Platz, da sieht man auch wirklich die Straßenfußballer, wie man so sagt. Und da sind wirklich einige dabei, die sehr gute Technik haben und die können auch in Zukunft was werden, auf jeden Fall. In 6 verschiedenen Kategorien wurden, angefangen von den Minis bis zu der offenen Klasse bei den Damen und Herren, am Abschlusstag die jeweiligen Street Soccer Champions ermittelt. Insgesamt haben 600 Mannschaften im heurigen Jahr teilgenommen. Das sind nicht weniger als 3000 Street Soccer Spieler in der Saison 2009. Von denen man sich den einen oder anderen wohl auch merken wird müssen. Denn da war ein Jimmy Hoffa dabei, ein Marc Janko, ein Andy Ivanschitz. Alle aktuellen Teamspieler, alle aktuellen Bundesligaspieler haben de facto Street Soccer gespielt. Wir haben das auch im Internet gelesen, dass sehr viele prominente Spieler auch beim Street Soccer Cup mitgemacht haben und das ist dann heute halt das Ziel für uns Jugendspieler. Vielleicht wird in naher Zukunft daher einer dieser Spieler den Dress des österreichischen Nationalteams überstreifen.